Hey, sehr und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dot Hack. Und wir wechseln mal den Server, da war so ein komisches Häkchen. Und mal gucken, was wir da zu tun haben. Ich hoffe, da geht's mit der Story weiter. Irgendwie. Wortliste. Explodierend Übergang Aquafeld. Gebiet wurde durch Orca enthüllt. Für Anfänger. Okay. Wurde uns davon irgendwas gesagt? Wenn ja, erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich nehme aber wie immer jetzt mal wieder meine Standardgruppe mit. Blaggeros. Kommst du bitte mal mit? Keine Antwort auf Flashmail. Was soll denn der Mist? Dann werde ich da wohl, wenn Black Rose nicht da ist. Na komm, wir gehen da einmal alleine hin. Was kann denn schon schief gehen? Ich meine, alles könnte schief gehen. Ich habe vergessen zu speichern, nachdem ich den Dungeon von Dodo geklärt habe im letzten Part. Mist. Ist ein Ritter. Nein, ein Lanzen. Irgendwas. Typi. Huh? You're a friend of Orca? That's why you know this place. So, how is he doing? Jetzt erinnere ich mich wieder. Wir hatten ja eben Bord irgendwas gelesen von irgendeinem Bob. He. Keanu erzählt Bob die Geschichte von Orcas Datenentzug. That's incredible. That rumor. It can't be. Rumor? Orca also mentioned it. About there's something unknown, lurking within the world. You never heard about it? That's what Orca was investigating? I don't have the details. Linda was asking him all kinds of questions. Maybe she knows more about it. She's probably at Delta, buried pagan fiery sands. Thank you. I'll check it out. Oh, and here. Du hast jetzt Geheimgrund. Oh, was? Hä? Okay, Geheimgrund. Was? Hä? Ich versteh's nicht wirklich. Was soll's? Wieso habe ich die eigentlich noch dabei? I think Orca was going to give this to you. Was ist Geheimgrund? Irgendeine Waffe, eine super coole Hyperwaffe, mit der ich alles destruktieren kann. Bin ich mal gespannt. Ausrüstung. Nein. Gegenstände. Geheimgrund. Magische Verteidigung Parameter plus 2. Glaube ich voll aufs Wort. Also definitiv plus 2. Eher minus 10 oder so. So wie das letzte Mal. Hatten wir auch sowas bekommen. Dann sind meine Parameter auf einmal runtergegangen. Magische Verteidigung Parameter plus 2. Komm, versuchen wir mal. Ja, habe ich mir gedacht. Um 2 gesenkt. Ja, super. Finde ich cool. Passt vollkommen. Wortliste. Begrabenheiten des Feuersand. Level 22. Gruppe hinzufügen. Da kommt Mistral jetzt mit. Gut. Na, mehr brauche ich eigentlich, denke ich nicht. Zack. Aha, ein Geschenk habe ich für dich. Und zwar Adians Stock. Zack, so. Hast du irgendwie einen neuen Dingenspruch? Ausrüstung wechseln. Moment. Trotz ist ja vorher Stück. Meanidon und Meani Cruz hast du noch dazu bekommen. Angriffszauber. Okay, dann Wortliste. Begrabenheiten in irgendwas. Warp. Dann schauen wir mal. Linda. Keine Ahnung. Sehen wir ja jetzt gleich. So, Gegenstand.
Stände. Da, Tempospruch. Wir halten uns damit nicht lange auf. Rick 7. Na, jetzt haben wir sowas wie... Na, jetzt müssen wir... Zack und zack und... Ja, du. Moment. Zack und jetzt aber. Das tut so weh. Ich habe so Angst vor dir. Du läufst mir nicht weg. So, weiter geht's. Es geht da lang, da heißt der Eingang. Hier ist noch was, was ich gerne haben würde. Bitte haben gehabt, tuten irgendwie, keine Ahnung. So, magische Genauigkeit ist gesteigert. Das war auch magische Genauigkeit jetzt, oder? Yep. Nein, magische Stärke war's. Golden Egg. Golden Egg. Ich brauche kein Golden Egg. Bloody Egg. Doch kein Bloody Egg. Ich möchte hier jetzt einfach nur mal versuchen, etwas schneller durchzukommen. Da das hier alles Story ist. Schön Story relevant. So. Seht ihr, so muss es aussehen. So und nicht anders. So macht's Spaß. So geht's schnell. Wir bekommen richtig viele Power-Ups. Apuka. Ich habe keine Ahnung, was ich alles habe. Scheint aber genügend zu sein. Und Power-Ups. Einmal Schwert. Nochmal Schwert. Da rennt eine Walküre, eine ganz neue. Und zack. So. Damit hätten wir das auch erledigt. Ich komme hier mit dem Charakter auch ganz gut alleine durch. Ich hätte Mistral eigentlich gar nicht gebraucht. Aber wer weiß, was noch passiert. So. Ich frage mich, ob diese Linda uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen kann. Oder was sie uns erzählen wird, viel eher. Are you Orca's friend? Yeah. Bob told me about you. It's about the rumor, right? The world is not just an online game. There's something with some other purpose lurking in some... Some other purpose? I don't know. After all, it's just a rumor. And I'm not sure if it even exists. But Orca and Balmunk were working together to find the truth about it. Orca and Balmunk? Balmunk of the Azure Sky, Orca of the Azure Sea. The most powerful party known as Descendants of Fianna. But even Orca. Take my advice. Forget about the rumor. But I can't do that. Hmm? I am Orca's friend. I see. So that's your reason. In that case, check out Delta, Lonely Silent Great Seal. Orca told me he found a strange room in that area. Einsam still Großsiegel. May the grace of the Twilight Dragon be with you. Komischer Raum. Da hätte ich jetzt Mistral nicht wirklich mitschleppen müssen. Ich habe schon wieder so viel Gepäck. Ich werde mal wieder ein bisschen was verkaufen. Bringt mir vielleicht ein bisschen was an Platz und Geld. So, das brauche ich nicht. So, und dann verkaufen. 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 Und auch verkaufen. So, das wollte ich in Dingen schmeißen. Das kann ich ebenfalls verkaufen. Dafür Klinge, dafür habe ich eine. Die schmeiße ich in Dingen. Davon habe ich auch nur eine. Noch davon nur eine. Feuerwehr, lasse ich mal. Das hau ich mal weg. Genauso, nee, die behalte. Ich war lieber genauso wie das. Das Ding. Das halte ich auch mal.
Ja, ich behalte den Kramalm, den ich da habe. Magierseele brauche ich definitiv wieder ein paar mehr. 14 Stück nehme ich mal mit. Und dann passt das soweit. E-Mails bekomme ich keine. Na schön. Was ist denn das für ein Raum? Level 22er Gebiet. Wie gesagt, ich traue dem Spiel nicht mehr so wirklich. Seitdem einmal. Ich nehme Black Rose mal wieder mit. Keine Antwort auf Flashmail. Okay. Wortliste. Ich kann dieses Gebiet auf jeden Fall schon mal nicht betreten. Geschützt. Und Tore hacken. Wow. Komplett. So. Den Raum. Den. Die Are. Das. Das Areal. Wow, das hat jetzt gedauert. Das Areal habe ich schon mal geknackt. Gut. Jetzt muss ich es nur noch betreten und durchlaufen. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das ist schon wieder so ein Fühltraum. Irgendwo soll es ja dann einen Raum geben, den Orca untersuchen wollte. Bin ich mal gespannt, was das für ein Raum ist. Also wenn es irgendwas Wichtiges gewesen wäre, dann hätte Black Rose wahrscheinlich auch gesagt, ey, ich will mit oder so. Also ein bisschen sicherer fühle ich mich. Black Rose anscheinend auch einer der Charaktere ist, die für viele storyrelevante Sachen wichtig ist. Na gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch storyrelevant. Also ich meine, wenn es gefährlich storyrelevant wird. Boah, ja. Öffne einfach die Tür, dann läufst du durch. Na, drin. Du kannst mich einfach mal... Okay, du solltest jetzt doch auf Erste-Hilfe gehen. Skill Donnerwirbel. Zack und... Lamia-Jäger jetzt auch platt. Das ist nicht schlimm, das heilt sich gleich wieder. Zum Glück bin ich da jetzt noch rechtzeitig durchgekommen, ansonsten hätte sie jetzt SP verschwendet. Und das wäre uncool geworden. Donnerwirbel. Auf die beiden. Zwei schon mal down. Oh. Ach so, das waren nur die beiden. Ich dachte, da wären mehr gewesen. Ich mich wohl verguckt. Und du bist down. Und du bist auch gleich down. Jetzt renn doch nicht weg. Na gut, dann mache ich das halt auf die Art. Dann einmal hier durch. Ich denke, dass es hier lang ist. Ich hoffe, dass es hier richtig ist. Ansonsten ist es der falsche Weg. Ja, okay, das war jetzt sehr schlau von mir. Wenn es nicht der richtige ist, ist es normalerweise der falsche. Das ist irgendwo logisch. Aber naja, es war der richtige, sehr gut. Ich wette, dieser geheime Raum ist irgendwo in den Lower Levels. Ansonsten wäre es ja ziemlich komisch. Und das war ein kritischer Treffer. Schön, ich möchte hier lang gehen. Eventuell bringt mich das ja weiter. Aha. Noch ein kleiner Raum. Und noch mehr Räume. Ich habe geguckt, ob ich eventuell diese komischen Rauchdinger an den Türen sehe. Aber das war hier nicht der Fall. Au, habe ich eine Angst. Und zur Not habe ich Mistral dabei, die heilt einmal kurz und dann ist all den Schaden, den ihr gemacht habt, wieder raus. Da seid ihr wieder ganz traurig. Dass ich so gemein zu euch war. Eislos! Und Eissturm! So, was haben wir denn dort? Ich gehe den oberen. Hier haben wir nur
einen einzelnen Gegengift. Okay. Ich habe das Rührbuch vergessen. Ist mir gerade mal so eingefallen. Dann werde ich das wohl nachher noch einmal aktivieren. Also das Rührbuch 8. Ja, geh auf. Okay, die Truhe war strange. Die war wirklich irgendwo strange. So das Gefühl, dass wir demnächst wieder auf den Datenbankmonster treffen. Hallo, du Babywurm. Wie geht es dir denn so? Du machst Schaden. Das ist aber nicht schlimm. Mistral heilt das alles aus. Jetzt kommt es nochmal und dann ist absolut kein Problem mehr. Ich hau einfach auf dich drauf. So, jetzt kommt einmal der Twin-Drachen. Und du nimmst absolut keinen Schaden. Also gut wie absolut keinen. Datenentzug. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Du, wie aus ganz C. So. Der Gehängte. Na gut, mach. So. Ach, du hast dich selbst geheilt. Okay. Ich dachte, das ging auf mich. This place. The room. It's gone. Da sind Löcher und der Stuhl ist kaputt. Du hast jetzt Epitaph Fragezeichen. Es wird dem Schlüsselgegenstände hinzugefügt. It's like someone gouged everything that was here. No use staying here. I should head back. Das sind ja ganz komische Räume. Komplett weiß. Okay. Einmal abspeichern. Wahrscheinlich bekommen wir jetzt auch E-Mails oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Deshalb logge ich mal aus und schau mal. Board ist nichts Neues. Aber ich würde jetzt E-Mails. Black Rose hat auch was gefunden. Ich habe jetzt, was? Alfs Freundin kontaktiert. Ich treffe mich mit Mac in groß fernreiches Land. Komm doch auch mit. Hoffentlich gibt es dort etwas. Nein? Okay. Ich wollte da jetzt schon hingehen, aber das wird wohl leider erst im nächsten Part passieren, dass wir uns dorthin aufmachen. Dann will ich einfach mal sagen, das war euer Keanu, Mate. Let's play. Ich hatte noch mal eben kurz den Server wechseln. Man weiß ja nie, ob hier noch mal eine Cutscene kommt. Damit wir das dann im nächsten Part haben. Also nicht diesen Stress von wegen, wir müssen mal kurz Cutscene wechseln, den Server wechseln und dann so eine Zeit von diesem Bad. Ja, habe ich mir doch irgendwo gedacht. I'm going to Theta, great distant fertile land. Gut. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dot Hack. Bis zum nächsten Mal. Ciao.